Bevor dass ich zur Straßenverwaltung gekommen bin, habe ich in der Obersteiermark gearbeitet, in Nikolsdorf, auf einer Baustelle. Und da haben wir einen dabei gehabt, einen Gastarbeiter aus Jugoslawien, und der ist jetzt schon 30 Jahre, lebt bei uns da. Und der hat dann irgendwas gesagt, hat durch seinen slowenischen Akzent und den Dialekt da bei uns, hat er alles auf ein Draht rausgebracht, dass wir uns jedes Mal beim Bauch gehalten haben für lauter Lachen. Brötsch hat er geheißen, und da sage ich einmal, er war immer gut aufgeregt, sage ich, Brötsch, wieso schaust du so wild? Ja, hat er gesagt, was, Franzl, immer ganz nicht lustig bist. Und allerweil hast du nicht Gold bei Sack. Aber machst dir nichts draus, Franzl, komm, trink mal ein Bier. Der Bundegammer Bier ist der beste Bier, den du gibst. Ich sage, hast du einen Bieröffner auch? Ja, freilich, hat er gesagt, in Fensterbanker auf in Leica. Und dann haben wir ein Bier ums andere angeschlagen, und dann hat er angefangen zu erzählen. Hat er gesagt, ich habe einen kleinen Bierschopf daheim. Ein Kuh, ein Kälber, ein Sau. Und der letzte Sau, was wir abstecken haben, hat er so große Baggon da freisen, haben wir müssen still lauter nehmen mit Motor, sagt Baggon, der greift Lobos schneiden. Und der Sau ist so schnell gewachsen, haben wir müssen letzte Winter Saustall dreimal vergrößern. Und Borsten hat der Sau so lange gehabt, sind sie durch breiter durch ausgestanden und andere Seiten Hirne auf, wir sitzen abgescheißen haben. Und wenn wir haben das auch abstecken, haben wir das auch gar nicht ausbringen vom Saustall, weil der Schwanzl ist beim Fenster ausgewachsen und beim Bierbaum dumm und dumm. Haben wir zuerst müssen Bierbaum umschmeißen. Und dann haben wir von den Schwanzl alleine kommen Fetten ausgebrennen, sind es 3,5 Kilo Fetten ausgekommen. Und der Sauschell hat auch so einen großen Kopf, haben wir gar nicht auf einmal reingebracht in tief trocken. Dann hat er erzählt, eine kleine Wirtschaft habe ich daheim. Eine Futtermaschine habe ich auch. Aber die haben wir nicht brauchen können, weil ich keinen Motor habe gehabt. Und der Baby, der Schwiegersohn, ist Elektriker. Und gelernt hat er nicht, aber kennt sie überall aus. Hat er gesagt, Vater, am Sonntag ist in Gamlitz draußen Fetzenmarkt, fahren wir oben schauen. Und dann sind sie mit Moped oben gefahren schauen, und der Baby, der hat gleich gesehen, einen schönen Motor. Hat er gesagt, Vater, den Motor müssen wir kaufen, den Motor müssen wir nehmen, weil den können wir brauchen für deine Futtermaschine. Dann brauchst du nichts mehr zu Fuß Bordstrahl schneiden mit Jakob. Dann haben sie wohl einen Tausender haben dafür, der Baby, was gelernt hat er nicht, aber kein Seeber aus. Hat er gleich oben gehandelt auf 800 und die anderen 200 haben wir bei Heimfahren verbleizt. Und dann sind wir mit Moped heimgefahren, der Gepäckträger, hinten haben wir den Motor auf. Und wir haben aufgefahren über keinen Berg, hat der Baby gesagt, Vater, der Moped ist schon ganz heiß. Und er riecht schon ganz blau. Dann gehen wir eine Mischung trinken. Und dann haben wir die 200er verblitzt, und dann hat der Baby ausgemogelt bei der Dier. Vater, hat er gesagt, jetzt werde ich dir sagen, wie geht bergab mein Moped. Bergab nimmt er jede Steigung. Und dass wir den Motor nicht verlieren, dass du hinten verkehrt aufsitzen, den Motor festholen. Zuerst ist es gut gegangen. Neues Linksrufen kommen ist auch noch gegangen. Aber der Rechtsrufen haben wir nichts mehr gebockt. Auf einmal hat der Baby gerufen, geht sie nichts mehr aus. Und dann sind wir gegen den Straßenkram drinnen. Der Motor, der Baby, der Moped und ich. Weil der Brötsch ist hinten verkehrt aufgesessen, hat er in Rechtskurven verkehrte Seiten reingelegt. Beim Motor hast du nichts gekannt, beim Baby auch nicht, weil der hat Helm aufgehabt. Aber mit seinem Helm hat er großen Scherhaufen auseinanderplaniert. Aber der Moped hat ausgeschaut, buh. Und der Vorderrad hat Gamlitz abgeschaut, der Lenker Leitschach. Haben wir nichts mehr können heimfahren, haben wir alles müssen heimtragen. Dann sind wir heimgekommen und hat der Baby gesagt, jetzt werden wir den Motor gleich ausprobieren. Haben wir die Futtermaschine ausgefahren. Dann hat der Baby aufgeschraubt, den Motor, Gabelriemen auf, Gabel zu, wie angesteckt. Dann hat er eingeschaltet. Ist nichts gegangen. Ist nur Sicherung gegangen. So lange hat der Baby eingeschaltet, bis wir keine Sicherung mehr gehabt haben bei den Kaisern. Hat der Baby gesagt, fast oben in den Markt, oben gehst zur Elektrikerfirma
Lagerhausgenossenschaft und muss sagen, du brauchst eine dicke Sicherung. Dann ist der Brotjob gefahren mit dem Radl, weil der Moped war hin. Und hat er gesagt zu dem Verkäufer, ich brauche eine dicke Sicherung. Ja, sagt er, das geht nicht. Ja, sagt er, plötzlich, vielleicht brauche ich einmal elektrischen Rasierapparat, dann kaufe ich bei Ihnen da. Dann hat er gegeben die dicke Sicherung. Und dann ist er heim und der Baby hat die dicke Sicherung eingeschraubt, ist nichts gegangen. Hat der Baby gesagt, ist leider Klump. Und wir haben auch zu viel Strom. Ah. Weil im letzten Sommer haben sie in Kahnerberg einen Transformator aufgestellt und einen dicken Kabel runtergelegt. Und jetzt drückst du deinen ganzen Strom von Kahnerberg oben und bei unserem Giebel oben eine. Und den letzten Sommer hat er mal blitzt, haben wir so viel Strom gehabt, hat meinen großen Kofferradio auf sich geschmissen. Für probieren hat er gesagt, nehmen wir einen Schrauf, geht der Schrauf auch. Dann hat der Brotsch gesagt, wie der Baby hat den Schrauf reingemacht, bin ich nichts mehr zugegangen zu meiner Futtermaschine. War da eingeschaltet. Buh. Ich bin schneller gelaufen wie der Baby. Einmal habe ich zurückgeschaut, hatte meine Futtermaschine schon einen Meter weg verbaut. Und dann hat er einen Dämmerer gemacht, hat meine Futtermaschine mitten auseinandergerissen. Der Futtertrog ist umgekugelt. Der Gebläs hochgeflogen. Der Motor haben wir gar nichts mehr anfangen. Nächsten Tag in Nachbar, sein Beingarten drinnen ist dagegen. Hat er noch immer Draht. Bei unserer Hofeinfahrt haben wir Apfelbaumstein, hat er immer schöne Maschanska aufgehabt. Da hat der Gebläse einen dicken Ost rasiert. Und von der Ost haben wir noch einen Fußball breiter schneiden lassen. Und der Gebläse ist morgen zu runtergeflogen. Und der alte Repplos hat ein Fenster ausgeschaut. Buh, hat er gesagt, der Bundesherr hat wieder Manöver. Und der Hubschrauber hat gesagt, er fliegt schon wieder so tief. Da hat er Führerscheinprüfung gemacht und da fragt der Prüfungskommissär, wie starten Sie Ihr Motorrad an? Ja, hat er gesagt, da nimm ich Startschlüssel, steckst die Lampen um eine, machst den Benzinhahn auf, gibst den Lauf IVA, dann drehst du den Hebel auf Seiten down und dann gibst du fest Gas und einmal aber festtreten auf Seiten oben, dann schleicht sich Funken durch die Kabel, Funken kommt der Kerzen, Kerzen gibt die Kuhl mal Stäser, der Kuhl macht einen Bleiterer und der Hinterrad ist Draht. Jetzt war's zum Klatschen.